Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Sorry, ich muss gerade schlucken. Tag 14, es ist gleich Hornacht. Ich hatte noch mal so eine kleine Wanderhorde hier. Da hat man noch mal so ein, zwei Päckchen dabei. Ich habe hier Augenschmaus für nachher dabei. Oh. Gucken, wenn das hier so in die Hose geht, dann ziehen wir uns darauf zurück und dann gucken wir mal, wie das alles so wird heute Nacht. Auf geht's, kommt vorbei. Ja, gut, mit aber jetzt. Gerade wenn er mal so in diese Richtung guckt, dann funktioniert das mit dem Boxer, ne? Ah, sehr, genau, so habe ich mir das vorgestellt, Kollege. Ah, ich habe es vergessen. Ich habe was Wichtiges vergessen. Den Reparaturhammer hierfür. Aber wir kriegen das ein oder andere Mal einen auf die Mütze, ne? Na gut, mehr als wie das war, dann darüber gehen kann ja nicht passieren. Ja, so ist es jetzt nicht. Aber es funktioniert ganz gut, ne? Die werde ich dann höchstwahrscheinlich auch bei meiner richtigen Hordenbase verwenden. Ja, so an sich, ne? Schauen wir mal. Mal gucken jetzt, wie lange es geht. Fast zu viel irgendwie. Boah, Alter, nice. Guck mal, wir können uns nochmal verbrannt. Na, tickert ganz schön der Damage, ne? Ach ja, er fackelt die ja auch noch ab, ne? Volltreffer. Sehr schön, sehr schön. Worauf schlägst du? Na, irgendwer schlägt hier irgendwo dran rum. Der war nicht so schön. Man kriegt aber zumindest den einen oder anderen Schlag mal Latten, ne? Das ist halt, man muss da doch ein bisschen aufpassen, ne? Da jetzt große XP durchkriegt, weiß ich nicht, ob das Feuer da vorne als Falle zählt. Das weiß ich nicht. Da muss man vielleicht mal gucken hier auf die XP, ne? Ja, doch, ich glaube schon, dass man XP bekommt. Kann man das hier irgendwo sehen? Da, Statistik. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, dass man irgendwo sehen kann. Ich
Aber es klappt halt, ne? Den Weg hätte man jetzt auch noch ein bisschen länger machen können, weil weiß ich keine Ahnung, vielleicht noch hier drei Stück noch länger oder so. Dann hätte das auch noch geklappt, ne? Ich wollte halt einfach nochmal was anderes machen. Nicht wieder da oben auf dem Turm, da hat keine Lust zu. Und auf die Dauer langweilig. So, haben wir was Neues. Falls es nicht geklappt hätte, hätte man ein Backup gehabt hier, ne? Hätte man da, wäre man da rüber gesprungen. Natürlich hätte auch der Sprung in die Hose gehen können, gar keine Frage. Ich hatte hier vorher Klappen, das wollte ich aber auch nicht irgendwie. Okay, der ist nur schon an einem Feuer gestorben. Schade. Ich dachte, ich hätte es abbauen können. Und Absturz. Also die stürzen, wenn die hier auf der linken Seite laufen, durch unseren Robotikhammer von alleine wieder ab, ne? Dadurch, dass der da, glaube ich, so ein bisschen im Weg steht. Ich weiß nicht, ob man das noch skillen kann, Robotik. Wenn man dann beide... Wenn dann zwei haben kann, die sich dann noch da allgemein so reinrutschen wieder. Da, ach, okay, jetzt. Aber das wäre interessant, ne? Kommen wir mal schon zurück. Das Schöne ist natürlich auch, Loot ist alles auf alles hier unten, ne? Müsste mir mal dann irgendwas überlegen, dann halt in Zukunft vielleicht nicht mit so einem Turm, sondern mit sowas hier anfangen. Dann vielleicht aber auch mit einer Schiene noch. Nicht gleich doppelt. Bist du denn? Ich habe dich da eben gerade gehört. El Corpus. Da ist er. Da war er. Ich überlege gerade, ob man das halt auch irgendwie basteln kann. Ohne Falle. Warum ist hier einer explodiert? Ah, okay, die laufen schön durch die Spikes teilweise, okay. Na gut, Leute, das kann ich nicht. Das ist dann halt so. Könnte man das eventuell mit Lagerfeuer machen? Wenn die übers Lagerfeuer laufen, dass die brennen? Geht das? Hey. Das hab ich dir nicht erlaubt, aber zumindest brauchen wir mal ein bisschen Rep, ne? Rep, was Rep nicht, sondern heilen, ne? Lass doch den Turm da in Ruhe.
Weg ist der Schädel, Kollege. Zu. Nee, 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 nee. Oh. Das ist gerade nicht verbrannt, Leute. Reparaturwerkzeug. Ja, komm. Einfach legen. Ich habe mir zwar so die Sachen rausgeschrieben, die wir noch ganz dringend brauchen. Das hätte ich dann gerne noch: Schrotflinten, Maschinengewehre, Pfeilen, aber nur wegen dem MG-Turm, ne? Robotik würde ich ganz geil finden. Für die Drohne. Die gibt ja dann auch nochmal richtig schön Licht, ne? Okay, hier scheinen wir da mittlerweile warm. Können wir auch bauen. Oh du, wir haben eine Sau, oder? War denn zum zweiten Mal da? Ich weiß es nicht. Ist das da explodiert? Der Sack. Aber es funktioniert. Ein bisschen nicht so langweilig, jetzt oben zu stehen und ein bisschen runterzuschießen. Ne? Da hat man so ein bisschen mehr Action. Aber ich bin froh, dass ich das ein bisschen um Haus habe, ne? Mit dem Druckern. Sehr geil. Aber ich glaube, ich habe so eine neue Anfangsbordendingen, ne? Klar würde man hier im Holzknüppel stehen. Ich würde das dann aber auch nur eins breit machen. Hier so drei. 3x3. Dann müsste man aber mal gucken, dass sie da irgendwie noch Damage bekommen. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, Leute, mit den Lagerfeuern. Das werden wir sogar gleich versuchen, Leute. Auch mal ein bisschen Muni rausputzen hier. Ja, das Schöne ist, man macht halt seine Basic kaputt, dass man mal hier so eine normale Schrotze hat, ne? Dann mal hier so ein bisschen einfach hochhalten. Trickspielerei. Kuckuck. Ja, und sollte man natürlich dann so einen Robotikturm haben in den ersten paar Tagen, ist das natürlich richtig nice dann, ne? Geil, das ist gerade geil. Aus Langeweile einfach eine geile Idee entstanden. Das finde ich halt wieder so ein bisschen mega, ne? Sorry, dass ich gerade so ein bisschen ruhig bin, aber ich bin gerade jetzt so ein bisschen am Überlegen, wie man das vielleicht eventuell hinbekommen kann, ohne dass man diese Mod reinnehmen muss. Man tatsächlich das Lagerfeuer eventuell auf den Kopf stellen kann.
Wenn man dann da drüber lässt, da. Brennendes Fass. Brennendem Fass vielleicht. Erst versuchen wir es auf jeden Fall mit dem Lagerfeuer. Das probieren wir gleich zu Hause aus. Aber ich glaube, wir haben die Horde abgearbeitet. Na, Schrotthammer hat nichts mehr. Absolut nichts abbekommen. Okay, obwohl er da gesagt hat, 100%, ne? Aber sieht doch, wenn wir durch sind, ne? Da! Okay, gut. Jetzt ist es egal. Ich bin hier wieder hochgeframt, ne? Schrotflinten lesen wir gleich und dann nehmen wir das mit. Halt, zerlegen, das mitnehmen und dann Augenschmaus, Kollege. Fallen. Kommen wir hier mit diesen Eigenbarren. Und hier haben wir auch nochmal. Ne? So, das ist natürlich das Schöne, dass man halt ein bisschen schneller hier looten kann. Ne? Selbstverteidigung, nimm die Tiere zur Selbstverteidigung. Nimm die Tipps zur Selbstverteidigung zu Herzen und werde nicht selbst zur Beute. Verursachen 10% mehr Schaden an Menschen und Zombies. Das ist ein schönes. Sturm wäre. Taktische Sturmgewehrqualität 4. Das ist auch schon mal sehr schön. Taktische Sturmgewehr 5 würde ich sofort bauen. Aber wir können ja mal gucken, was wir dann zu Hause so Knüppel nochmal alles so. Wir haben ja einiges an Zeitschriften. Ne? Stahlwerkzeug, Teile, Money. Die blauen interessieren mich halt sehr. Ne? Stahlrüstung. Nicht schönes dabei. Eisenpickerke. Rezept für Taschenlampen, Taschenmod. Na. Reparaturwerkzeuge. Mechanikwerkzeuge. Hilfeverband haben wir ja jetzt ein paar rausgedrückt. Nochmal. Militärrüstungs. Na. Meine Damen, sie gehen gehauen. Da war ich auch schon gehabt, ne? Ich habe echt Reparaturwerkzeug vergessen. Okay, Dreier Axt. Was für ein Händler. Da auch was für ein Händler. Auch was für ein Händler. Na. Shotgun-Teile. Falle. Schrotflinte. War noch eine Schrotflintenzeitschrift. Das Bitter kennt man die wirklich, ne? Finde ich ein bisschen ungünstig gewählt. Na, bis auf Fressen was im Händler, bis jetzt noch nicht so wirklich was dabei, ne? Batterie freigeschaltet. Ne? Okay, diese Werkzeugtool-Parts, ne?
für die Maschinen. Das war gerade bis jetzt das Beste. Na, Schubser, du hast sehr guten Job gemacht. Fahren jetzt mal nach Hause. Jetzt mal hier. Wir machen halt da mal einen kleinen Test zu Hause. Das interessiert mich jetzt. Da hinten ist unser Bett. Das können wir ja jetzt auch ganz schnell aufbauen. Das geht jetzt ratzfatz. So. Da machen wir jetzt gar keine fiesen Matenten. Wir lassen das jetzt gerade ganz alles irgendwie da drin. So. Gott sei Dank ist auch jemand gestorben. Als wir nicht zu Hause waren. Wer wollte uns da denn besuchen kommen? Na, was mache ich denn da? Das war ein Blödsinn. Was haben wir denn da schönes drin? Eisenpfeiler. Nur mal gucken, ob ich die auch bald nochmal reparieren muss, ne? Also als ich losgegangen bin zur Hornnach, da wollte gerade eine Dame kommen, eine Schreierin. Das habe ich noch mitgemacht. So, mit O dreimal schwarzer Käse mit Blankonese. Ja, wir können ganz kurz einmal gucken nach den Händlersachen. Die können wir hier reinschmeißen, das kriegt er, das kriegt er, das kann er haben, das kann er haben, das kann er haben, das zerlegen wir, das ist uns zerlegt Mehrwert, das kann er haben und dann war es das auch schon, ne? 500 Locken, wir haben ja das nochmal, erste Hilfe, 10er Stack draus machen. Mal gucken, was dann schon dabei rauskommt hier. So, wir können ja die auch haben. Messing haben wir wieder in Hülle und Fülle gekriegt. Moment, stopp, Kollege. So einfach nicht. 4660. Komm her. Machen wir auch mal. Ich bin nicht gleichgültig jetzt oder so. Ne? Also da braucht ihr nicht denken, aber wir haben hier nur 9000 gekriegt. Ne? Ich habe so gut wie noch gar keine Munition hergestellt. Wir haben hier 18.000 drin, hier haben wir 11.000 drin, 1.700 Munition zum Herstellen, 6.000, also Messing kriegen wir hier komischerweise am Mast, obwohl ich eigentlich keine Dings drin habe. Ne? So, wir stellen hier noch Schmelztiegel her, das dauert aber noch ein paar Minütchen, weil ich nämlich was machen möchte. Hier ist noch 120 Minuten, ne? Boah, heftig. Minuten. Das heißt, werden wir wahrscheinlich erst alles in der nächsten Folge sehen. Aber dann ist das so, ne? So, Teile. Ich hätte gerne diese Teile mal. Wichtig. Da einmal drauf drückt. Hier, guck mal. 178 Stück. Erste Hilfe. Das da rein, das da rein. Das da rein. So. Trinken. Kaffee da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Ne? So. Essen. Das. Und das. Was war's? Du Fernkampfschaden. Das kann der Hände haben, ne? So, was haben wir hier noch? Da erste Hilfe von den Tabletten haben wir auch schon was. Was gibt Christen? Ach, nee, komm, das ist na doch, komm. Machen wir einfach mal, oder? Nein, komm, machen wir nicht. Stoff. So, und dann haben wir hier auch noch Munition. Muss ich noch umbenennen? Ne? So. Dann können wir hiervon wieder überall bitte die Hälfte von rausnehmen. Weil
möchte nicht wieder so viel dabei haben und dann geht doch nachher wieder in die Hose. Nee, auch keine Lust drauf, ne? Hier können wir nochmal Stahl anschmeißen. So. Hier wollen wir uns hier nochmal ein paar Eisenbarren herstellen oder nehmen wir. Ne, komm, nochmal 500. So, und dann den Rest müssen wir mal so. So. Sehr schön. Stahl jetzt rausgenommen? Nein, habe ich nicht. Aber jetzt nehmen wir den Stahl mit raus. So, und höchstwahrscheinlich werde ich jetzt auch wieder Tape brauchen und Leder brauchen, weil ich würde mir gerne Werkzeug. Das sieht man so schlecht. Ne? Also ich finde das echt, dass man das echt ein bisschen blöde sieht. Stahlspickhacke, eine 5er. Brauchen wir 5 Stück, okay. Das ist in Ordnung. Warum sind jetzt die Extruder alles weg? Warum? Knarre? Schrauber. 5 elektromechanische Teile. So, Moment, geht gleich an. Wir nehmen Kleber nochmal mit raus. Die können wir eigentlich auch schon mal mit rausnehmen. Kleber, Stoff. Bitte, Klebeband. Machen wir 30. 28 bis 28. Habe ich sogar schon erwartet, ne? 10 Stück brauchst du dafür. Okay. Dann habe ich nichts gehabt. Stahlaxt. Da geht ordentlich Klebeband drauf, ne? So. Und dann hätte ich gern den noch. Dafür brauche ich Motorwerkzeugteile, mechanische und Schrauber. Teile. Motorwerkzeugteile. Dann kann schon mal Lederstoff wieder weg. Feder. Und dann hätte ich gern den Schrauber. Was fehlt uns noch? Klebeband. 6 Stück. Alter, was hier ein Klebeband drauf geht, ne? Das ist echt absolut bestialisch. Ich glaube, ich brauche noch eine Baumwollplantage für Stoff. Und dann brauchen wir noch ganz wichtig den Mais. So, auf jeden Fall kriegen wir hier eine Menge Werkzeug wieder dazu. Zeig mir noch mal. Ja, also Stufe 3. Okay, das lohnt sich noch nicht.
wichtig. Klebeband hier wieder rein. Ne, Kleber nehmen wir nochmal wieder raus. Dann die Teile. Genau. Dann, ne, Kunststoff nicht. Das aber schon. Elektro. Elektro. Mechanische Teile. Schraubfedern zurück. Brauchen wir einfach nicht mehr. Wichtig, die Stahlbarren zurück. Da haben wir jetzt auch mittlerweile einige. Das ist sehr schön für unsere Base. So, und dann würde ich gerne noch, wenn es gehen würde. Nee. Papier fehlt uns noch, ne? Papier. Aber ich würde gerne den guten Freund. Papier. Ja, ne. Boah. Nerven zucken im Arm. In den Beinen. Optik. Da war er. 24 Mal. Die Warteschlange ist voll. Dann machen wir das halt hier. Siebte. Robotik. 24 Mal. 1, 2, 3, 4, 5 sind 6. Passt das da, ne? Okay, dann haben wir bald die Dinge auch rausgerotzt hier. Munition. Okay, noch brauchen wir die Sachen nicht, ne? Die vier Steine, die brauchen wir hier auch nicht. Würde ich ganz einfach mal behaupten. Augenschmaus. Wollen wir uns auch eine Dreierquest machen? Nee, wir machen jetzt keine Dreierquest mehr. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Ach, sehen wir mal. Hier ist das alles fertig. So, wir tauschen hier jetzt mal so ein bisschen was aus. Ich habe nämlich so ein bisschen die Nase davon voll. Dass unser Kollege hier irgendwie immer hungrig ist. 50 essen, ne? Sonst vorher hatten wir immer nur 36 erstmal, ne? Jetzt haben wir 50 essen. Penne-Eintopf gibt 64, okay. Wildbret-Eintopf 50, okay. So, und hier habe ich uns jetzt hergestellt. Ach, hä? Fertig. Ausdauerwiederherstellung 50 Durchfall heilen, ne? Das hier ist das nice Heft, ne? Ist das aber ich vermisse den Smoothie. Aber warum kann ich den herstellen? Weil man den so herstellt. Mit Schnee, Juckerfrucht und Heidelbeeren. Davon haben wir doch eigentlich genug. Ne? Juckerfrucht und Heidelbeeren haben wir jede Menge. Schnee. Da habe ich schon mal das Schneebieten im Auge gehabt. Nee, ne? So direkt jetzt auch gar nicht. Ne? Also, wenn, dann würde ich. Da ist ein Cracker Bookstore, ne? Den hatte ich gesucht. Da ist die Wüste. Da ist das Ödland, glaube ich. War mir glaube ich so, dass hier das Ödland war, dass ich das da gesehen hatte. Da würde ich sagen, Schneegebiet ist da hinten wahrscheinlich. Aber wir kriegen ja bald einen Heli, dann können wir da nochmal gucken. Weswegen hatte ich denn jetzt vorhin die Idee? Uns noch Dings um Baumwollfarm. Genau, jetzt ist mir das wieder eingefallen.
Baumwollsamen. Zwei Stück haben wir hier erstmal. Schmeißen wir die jetzt erstmal ganz kurz hier hinten mit hin. Ich würde dafür Kleber durchlassen, ne? Kleber ist echt übel, was wir hier an Kleber verbrauchen. Das ist echt hart, ey. Zwei Minuten. Ja, das passt. Wir hier an Kleber, das ist echt brechial, Alter. Hier, ach ja. Den. Deswegen hatte ich die Beine da gebaut. Brauchen wir gar nicht. Irgendwie. Warum auch immer. Kochen vor allen Dingen, ne? Warum wollen wir? Was sollte der schaffen jetzt? Rezepte? Da brauchen wir nämlich nur drei Stück von, wenn wir hier rangehen. Eigentlich. Aber wieso kochen? Neunmal. Wieso kochen? Das war doch vorhin auch nicht so. Na naja, gut, egal. Dann gib uns das ganz kurz da so. Einmal so. Rezepte. Was fehlt uns? Ach ja, Nitrat. Nitrat. Den stelle ich jetzt nochmal ganz kurz 8 Stück her. Rezepte. 8 Stück. Dann machen wir das ganz kurz fertig. So, dann stelle ich das dann noch auf und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Aber ich denke mal, da werden wir höchstwahrscheinlich Pech haben. Und dann noch nicht so weit sein, wie ich das gerne hätte, ne? Mit unseren ganzen Sachen hier. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das wird dann erst sogar noch was in der nächsten Folge. Und so wie das ausschaut, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.